Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly, ehemals OpenTX Weekly. Und ich möchte heute euch berichten über ein paar coole neue Features von EdgeTX 2.6, also von dem Weihnachtsrelease, was ja dann hoffentlich bald zur Verfügung stehen wird. Es gab eine ganz große bahnbrechende Änderung, die man jetzt an der Oberfläche aber gar nicht sieht. Das ist nämlich das sogenannte Speicherformat für die Modelldaten. Wenn man also sich jetzt mal anguckt, was wir hier so alles für so ein Modell konfiguriert haben an Flugphasen, Inputs, Mischern und so weiter, das muss ja irgendwo abgespeichert werden. Das wird bei den Color-LCD, also bei den Farb-LCD-Sendern, wird das auf der SD-Karte abgespeichert. Bei den Schwarz-Weiß-Sendern wird das im EEPROM des Senders abgespeichert. Aber selbst bei den Color-LCD-Sendern wurde das in einem sogenannten binären Format abgespeichert und das behindert einfach den Austausch der SD-Karten zwischen unterschiedlichen Sendern, die unterschiedliche Speicherformate dann verwenden. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die TX16 hier und eine X12S. Also nach dem Motto SD-Karte aus dem einen Sender raus, in den anderen Sender rein, das funktioniert nicht, weil beide Sender ein unterschiedliches binäres Speicherformat verwenden. Jetzt wird das umgestellt oder ist schon umgestellt worden auf ein sogenanntes YML-Format. Yet another Markup Language heißt das Ganze übersetzt. Es soll den Normalanwender nicht interessieren. Es ist aber ein textuelles Format. Man kann das also mit einem Texteditor auch auf der SD-Karte lesen. Man könnte das sogar theoretisch ändern. Und ein anderer Sender kann das dann auch so lesen. Jedenfalls die Informationen, die für den anderen Sender dann auch Sinn ergeben. Wenn der andere Sender weniger Bedienelemente hat als der Ausgangssender, dann kann er damit natürlich nichts anfangen, aber den Rest kann er dann lesen. Also insofern sind wir da einen Schritt weiter. SD-Karte raus, SD-Karte rein. Funktioniert dann in Zukunft, ohne dass da was kaputt geschrieben wird. Das ist aber eher eine Neuerung, die sozusagen dann nur diejenigen Leute interessiert, die erstens so etwas machen oder zweitens, die auch Zusatzprodukte für EdgeTX anbieten. Die sind daran interessiert. Es fördert also die zunehmende Offenheit von diesem ja eh schon Open Source Senderbetriebssystem, aber es bekommt dadurch eine Schnittstelle mehr, sagen wir mal so. Das zweite neue Feature betrifft die Farb Themes oder die Themes überhaupt, die wir haben. Hier dieses Blau mit dem grauen Hintergrund, das ist die Standardfarbgebung von EdgeTX. Und wer schon die Videos mal geguckt hat von mir, der weiß, dass man hier unter den Telemetrieeinstellungen, dass man hier das Farbschema einstellen kann. Ich habe ja auch selber mal Farbschemata rausgebracht, zum Beispiel ein etwas kontrastreicheres, dieses WM Daylight. Wenn wir das mal auswählen, dann ist der Hintergrund weiß und die Schrift ein bisschen kontrastreicher. Das sieht dann vielleicht ein bisschen besser aus oder besser erkennbar aus bei Tageslicht. Oder auch für die Nachtfahrer gibt es hier so ein Night Theme, ja, ganz dunkel. Oder wenn es noch augenschonender sein soll, gibt es hier dieses Darkroom mit diesen Rottönen. Ist auch ganz nett. Ja, um so ein Farbschema zu erzeugen, musste man bislang so ein bisschen Know-how haben und Textdateien editieren können an der richtigen Stelle auf der SD-Karte. Das war natürlich alles ein bisschen umständlich und für den Feldwald-Wiesen-Benutzer sicherlich nicht der richtige Weg. Ziel war es immer, das aber am Sender einstellbar machen zu können. Und den Punkt haben wir jetzt erreicht. Wenn wir einfach mal hier in das Systemmenü hineingehen mit dem System-Button, dann finden wir hier ein neues Icon, dieses Farbpaletten-Icon. Und wenn wir da drauf gehen, dann kriegen wir was Interessantes, nämlich den sogenannten Theme-Editor. Damit kann ich nicht nur die Farbschemata auswählen, also ich gehe mal zurück auf das EdgeTX Default, Set Active, kann ich das auswählen oder das Daylight. Ich kann jetzt von so einem Farbschema auch ein Duplikat anlegen. Ich dupliziere mal das Standard Farbschema von EdgeTX.
dann braucht das einen neuen Namen. Nenne ich das mal E1. Ich kann auch den Autor angeben. Hier ist noch ein kleiner Fehler drin. Wenn ich jetzt hier versuche, dieses Textfeld von dem Autor zu editieren, dann wird das verdeckt durch das virtuelle Keyboard. Das ist natürlich Mist. Das muss natürlich noch bereinigt werden. Ich sehe jetzt also hier nicht, dass ich die drei A's da eingegeben habe. Ist nicht so ganz so tragisch, aber schön ist es nicht. Gut, dann habe ich jetzt hier dieses neue Farbschema. Das kann ich jetzt also aktiv setzen. Oder ich kann es auch editieren. Und das ist jetzt der spannende Punkt. Wenn ich das auswähle, dann bekomme ich so einen Editor für das Farbschema. Ich sehe auf der rechten Seite, wie sich das auswirkt. Und auf der linken Seite sehe ich die einzelnen Farbkomponenten mit ihrem Namen, also Primary 1, Primary 2, Primary 3 und den entsprechenden Farben, die aktuell dort ausgewählt sind. Wenn ich jetzt so eine Farbe selektiere, dann kann ich nach verschiedenen Farbmodellen, also nach genau zwei, nicht verschiedenen, also nach zwei verschiedenen Farbmodellen die Farbe einstellen. Einmal HSV, das heißt, es ist also Hue, es ist wo steht denn das? Ah, hier unten steht es. HSV-Modell. Da geht es, es ist also ein Sättigungsfarbmodell oder was den meisten geläufiger sein dürfte, das ist das RGB-Farbmodell, also die Spektralfarben Rot, Grün und Blau. Da kann man dann das zusammenmischen und ich sehe hier oben links, was denn für eine Farbe dabei rauskommt. Und ich sehe auch gar nicht, dass sich das hier irgendwo auswirkt. Anscheinend habe ich, was habe ich denn da genommen? Primary 3. Das ist da wohl in den Elementen gar nicht dabei. Machen wir mal das Secondary 1. Ändern wir das mal. Ja, jetzt sieht man, wie sich das da auswirkt. An dem Balken da oben, also hier. Könnte ich das also mehr Richtung Blau? Ja. Genau. Und das kann ich jetzt mit allen Elementen des Farbschemas machen und so mir mein eigenes Farbschema zusammenstellen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen zu schnell gewesen. Ich gehe nochmal auf das Editieren. Primary 3. Tool könnte ich jetzt noch mal ändern hier. Nicht ganz weiß, sondern eher so mehr so in Richtung Blau. So, wenn ich jetzt auf Return drücke, dann wird das übernommen. Und wenn ich jetzt noch mal auf Return drücke, dann fragt er mich. Eigentlich sollte er mich fragen. Gehen wir noch mal hier drauf. Primary. Ich nehme das Rot wieder ein bisschen weg, dann wird es also mehr Blau. Return. Da ist ja wohl noch ein Fehler drin, sehe ich gerade. Ich versuche es nochmal. Das scheint nicht zu klappen. Das hatte ich vorhin noch gar nicht bemerkt, aber das kriegen wir auch noch hin, dass das funktioniert. Gut, das passiert als mal. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Simulator hier. Also zumindest ist das ja reproduzierbar, was hier passiert. Ja, immer wenn ich die Taste loslasse, dann geht er da schon raus und er übernimmt aber das Farbschema dann nicht. Okay, aber ihr habt gesehen, so wird es im Prinzip sein. Das ist ja auch noch jetzt die erste gerade
frisch aus dem Repository entnommene Version. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das hat zwar überhaupt nichts mit der Funktionalität zu tun, aber es ist sicherlich etwas, wo viele Benutzer drauf abfahren werden. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ja, tut mir leid, dass das jetzt im zweiten Teil von dem Video so ein bisschen hemdsärmlich war und dass da Fehler auftraten, aber das ist eigentlich auch gut so. Ich hatte das vorher noch nicht bemerkt, ich werde das also jetzt wieder reporten und dann schauen wir mal, wie wir das gefixt kriegen.